Bei uns ist es so, wir planen halt, wenn wir einen neuen Rechner ausrollen wollen an ein Amt oder so, dann wird im Voraus schon geplant, welche Software wird auf den einzelnen Rechner benötigt. Und das kann man dann halt da planen und dann halt kann auch der Techniker dann halt die eigentliche Installation anstoßen, indem er halt einfach nur sagt, ich möchte jetzt diesen Rechner für Frau Müller installieren. Und dann kriegt er automatisch die Software, die vorher schon von anderen Kollegen abgestimmt wurde, und das wird automatisch drauf installiert. Die webbasierte Anwendung ist eine komplette Eigenentwicklung, auf die jeder Mitarbeiter vom PC aus zugreifen kann, ohne spezielle Software installieren zu müssen. Das war der Jury den IT-Willi in der Kategorie Stadt bis 500.000 Einwohner wert. Wie lief das vorher? Da wurde es auch geplant, in Anführungszeichen, aber da wurde meistens in die Planungstabellen halt irgendwas in Freitext reingeschrieben. Dann fehlten Versionsangaben der Software oder es fehlte die Software ganz. Und man musste halt dann als Techniker selber halt die Software auswählen jedes Mal nochmal. Und dann war dann auch halt Fehlerquellen, dass man halt die falsche Version ausgewählt hat, weil kein angegeben war oder weil man sich verklickt hat. Und das entfällt jetzt und es ist auch von der Zeitaufwand halt deutlich geringer. Die Anwendung wird unterschiedlich genutzt. Dabei sind Administratoren, Techniker, Kundenberater, die Mitarbeiter der Hotline für die Störungsannahme oder auch die IT-Koordinatoren in den verschiedenen Ämtern. Und falls doch mal was nicht ganz optimal läuft, lässt es sich aufgrund der Flexibilität der Anwendung und ihres Entwicklers kurzfristig beheben. Vorher war das so, dass man erstmal den ganzen Rechner, wenn man so Installationsstraßen, sag ich jetzt mal, wo man halt 12 Rechner auf einmal installieren kann, und da musste man halt jeden Rechner einzeln definieren, hat man so für jeden Rechner so 5 Minuten gebraucht, bis man da die Software zusammengeklickt hat. Und jetzt ist das alles schon vorher passiert und der Techniker braucht nur noch Barcodes einscannen und die Rechner starten. Also sag mal, dauert jetzt pro Rechner eine Minute oder weniger. Und neue Funktionen lassen sich in kurzer Zeit ebenso entwickeln und bereitstellen. Vorhandene können einfach angepasst werden.